Das wäre Meghan niemals passiert, hat eine Quelle, die angeblich den Sussex nahesteht, Anfang der Woche nach dem Wirbel um das bearbeitete Muttertagsfoto von Prinzessin Kate getönt. Jetzt melden sich die Exil-Royals erstmals selbst zum Kate-Gate zu Wort mit einer überraschenden Nachricht. Meghan habe eine wahnsinnige Aufmerksamkeit für Details, erklärte die Quelle nach der Page 6, weshalb der Herzogin von Sussex einen Fotobearbeitungsfehler wie Kate wohl niemals unterlaufen würde. Wenn Harry und Meghan jemals mit demselben Problem konfrontiert worden wären, wären sie vernichtet worden, fuhr die Quelle zudem fort. Eine weitere Spitze gegen Kate nach zahlreichen Vorwürfen, die die Sussex der Ehefrau von Prinz William in der Vergangenheit bereits gemacht hatten? Keineswegs ließen Harry und Meghan jetzt ausrichten und meldeten sich damit erstmals zum Kate-Gate zu Wort. Im Gespräch mit Newsweek stellte ein Sprecher der Exil-Royals jetzt nämlich klar, diese Aussage kommt nicht von Meghan und Harry. Mehr wollten die beiden zu der Aufregung um das bearbeitete Muttertagsfoto von Kate aber nicht sagen. Am Wochenende veröffentlichte der Kensington Palace ein Foto von Prinzessin Kate und ihren drei Kindern, George, Charlotte und Louis, um den kursierenden Gerüchten um ihren Gesundheitszustand Einhalt zu gebieten. Doch die Aktion ging nach hinten los. Weil das Foto, das offiziell von Prinz William geknipst wurde, nachbearbeitet worden war, zogen es Fotoagenturen wegen Fake-Verdachts zurück. Kate gab die Bearbeitung schließlich am Montag zu und erklärte, wie viele Amateurfotografen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bildbearbeitung. Außerdem entschuldigt sie sich für die Verwirrung. Doch die öffentliche Entscheidung der Prinzessin von Wales scheint vielen nicht genug. Vor allem auf Social Media mehren sich die wildesten Theorien, was hinter der Bildbearbeitung wirklich stecken könnte. Royal-Expertin Jenny Bond warnte Mitte der Woche nun sogar davor, Kate zu zwingen, alle Bilder zu veröffentlichen und ist überzeugt davon, dass die Dreifachmutter sich nach der großen Aufregung um ihr Werk absolut unglücklich fühlen muss. Man soll die 42-Jährige, die sich immer noch von ihrer Operation im Bauchraum erholt, in Ruhe lassen, mahnte Bond. Prinzessin Kate wurde im Jänner operiert und musste rund 2 Wochen im Spital bleiben. Seitdem erholt sich die Dreifachmama daheim von den Strapazen der OP. Wie der Palast nach dem Eingriff mitteilte, soll ihr erster öffentlicher Auftritt erst nach Ostern stattfinden.